Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir stehen vor der Weekend League und ich habe noch ein paar Sachen geändert. Also nicht ein paar Sachen, ich habe erstmal einen neuen Stürmer gekauft, weil nämlich Edea, den ich vorher hatte, der hatte in 6 Spielen 3 Scorer-Punkte, was ultra schlecht ist im Vergleich zu Origi, der hat in 6 Spielen 13 Scorer-Punkte. Macht also mehr als 2 Scorer-Punkte pro Spiel, hatte 2 Spiele mit jeweils 4 Scorer-Punkten, also sehr geil. Immobile war schon in FIFA 17 bei den meisten beliebt. Ist, glaube ich, auch in FIFA 18. Ich habe einmal gegen ihn gespielt. Es war unangenehm. Er hat sehr, sehr gute Abschlusswerte. Deswegen hoffe ich, dass er besser zum Team passt. Und dann habe ich mir überlegt, für die Infos macht es natürlich Sinn, weil die verkaufen ja nicht so schnell wieder, wenn ich den Chemistry Styles gebe und die Schwächen aus. Na? Die Schwächen ausgleiche. Und bei El-Sharawi habe ich gemerkt, ich habe mir nochmal die Ingame-Werte nachgeschaut. Oh mein Gott, der hat gar keinen geilen Distanzschuss. Der hat nur 79 auf Schusskraft und 79 auf Distanzschuss. Also, ja, gar nicht geil, gar nicht geil. Der ist einfach nur schnell und hat ein hohes Dribbling. Mehr kann er eigentlich nicht wirklich. Und selbst der Pass halt ist nicht wirklich geil. Deswegen habe ich mich entschieden, ihm Maestro zu geben. Das boostet zwar auch nochmal das Dribbling, aber ich hätte auch Deadeye nehmen können. Deadeye boostet nur Schuss und Pass. Das Problem ist aber, ich brauche bei ihm vor allem geboosteten Distanzschuss und Schusskraftwert. Und bei Deadeye wird der Distanzschuss nur um 5 Punkte geboostet und bei Maestro um 10 Punkte. Und deswegen habe ich mich für Maestro entschieden. So, Ghulam kann natürlich nur ein Chemistry-Style bekommen. Er ist nicht wirklich schnell, deswegen bekommt er Shadow. Hat nur 82 Tempo. Und ja, Dribbling, Schuss, Pass, das sind ja auch alles Werte, die ich nicht wirklich boosten möchte bei einem Außenverteidiger. Deswegen bekommt er Shadow, da ist er schön schnell, hat auch überragende Defense-Werte, also der wird jetzt ein richtiges Biest sein auf links. Und dann bekommt natürlich auch meine beiden. Ach so, an Ginter habe ich gar nicht gedacht. Mit dem Chemistry Style. Was kriegt denn der? Ha! Was bekommt ein Ginter? Ach fuck, man, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich nochmal nachgucke, was ich ihm geben möchte. Bei Arangis habe ich natürlich nachgeguckt, dem möchte ich Deadeye geben. Das reicht eigentlich komplett aus. Weil damit vor allem sein Abschlusswert geboostet wird um 15 Punkte. Das möchte ich, und sein Stellungsspiel, glaube ich, auch um 15 Punkte. Und das möchte ich halt. Der ZOM ist einfach sehr oft in der Box, ist sehr oft bei einem Abschluss dabei. Und er hat schon einen ganz anständigen Distanzschusswert. Da reichen mir auch die 5 Punkte plus auf Distanzschuss. Eine gute Schusskraft hat er auch schon gehabt. Also hier ist Deadeye auf jeden Fall am besten. Die Champions League sind momentan auch noch alle relativ preiswert. Auch Shadow habe ich für weniger als 5.000 bekommen. Ich glaube einmal für 4.600, einmal für 4.900. Würde natürlich Sinn machen, jetzt Ginter auch Shadow zu geben. Ich bin gerade am Überlegen. Moment, in welcher Mannschaft spielen wir denn jetzt? Wir machen jetzt 2 Spiele. Einmal mit der. Nein, wir können eigentlich zweimal in der Bundesliga spielen. Ja, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn ich jetzt. Ach nee, Quatsch. Ich mach's wieder so, dass ich pro Spiel wechsle, damit die immer volle Fitness haben und auch das Verletzungsrisiko geringer wird. Das werde ich, denke ich, machen. Ach ja, ich habe einen neuen ZOM, den habe ich noch gar nicht ins Team gepackt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich habe nämlich Brozovic gekauft, weil ich mir dachte, es wäre schon sehr sinnvoll, den zu kaufen. So, da können wir den hier auf die Transferliste einfach packen. Es wäre sehr sinnvoll, den besseren ZOM zu kaufen, bevor die Weekend League losgeht, damit wir halt einfach ein sehr gutes Team da im Angriff haben. Und den habe ich auch recht preiswert bekommen. 35.000. Der nächste Preiswert war, glaube ich, bei 39.000 oder 40.000. Also war ein kleiner Schnapper. Er wird wahrscheinlich noch ein bisschen sinken, aber nicht sehr viel. Und der wird auf jeden Fall, sobald aus den Packs raus ist, massiv steigen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen sehr geil. So, Brozovic haben wir jetzt also da reingenommen. Und Ginter werde ich wahrscheinlich Shadow geben. Er ist nicht wirklich schnell. 83 Defense, also why not Shadow? Gerade weil er so langsam ist. Ja, ich denke, da haben wir jetzt noch so ein Biest. Eieiei, eieieiei, also das wird jetzt richtig geil. Mit einem Shadow Ginter. Bender macht auch einen guten Job. Und dann würde ich sagen, spielen wir mal eine Runde mit der Bundesliga. Wobei mir es gerade echt so ein ganz klein wenig missfällt, dass ich jedes Spiel wieder wechseln möchte, aber es macht einfach mehr Sinn, immer mit komplett voller Chemie, mit komplett voller Fitness zu spielen. Und dadurch auch das Verletzungsrisiko zu senken. Ich bin erstens extrem gespannt auf die gegnerischen Teams, also die Teamstärke. Und zweitens bin ich drauf gespannt, wie gut die Gegner sind. Und das war's eigentlich. Aber am interessantesten finde ich eigentlich, was die schon für Teams haben jetzt. Das ist halt schon mal ziemlich krass, was ich hier sehe. Also wir werden wahrscheinlich im Durchschnitt ein schlechteres Team haben. Klar, wir haben ein paar Positionen, die extrem geil besetzt sind mit den Informs, aber das war's dann halt. Also
Die restlichen Spiele sind nicht so gut, aber ich, ja, versuche einfach, das über meine über meine spielerische Klasse auszugleichen. Ich habe mir noch ein Defense-Tutorial angeschaut und werde versuchen, das umzusetzen. Das war ein ganz kleinen Tick anders als das erste, was ich gehabt habe. Was ich angeguckt habe, und ich werde mir aus beiden die Rosinen natürlich rauspicken und werde versuchen, schön überlaufen von Brosinski. Und werde versuchen, beides irgendwie umzusetzen. Schade. Schön mit Touré abgelaufen. Ach, das habe ich dumm gemacht. Da habe ich mich schön verdribbelt. Ah, mit Bender schön reingekommen eigentlich. Ist gut Türen. Nainggolan im Mittelfeld ist halt schon crazy, das Team. So, gerade mit Nainggolan kommen wir nicht wirklich gut durch. Ja. Da hat Origi ein bisschen zu lange gebraucht für die Ballkontrolle, aber wir bekommen jetzt erstmal einen schönen Freistoß. Schauen wir mal, ist Arangis der Beste? Aber gut, ich weiß nicht, wie die Freistöße gehen, und ich denke, ich werde wieder ablegen. Nehme ich ihn zum Ablegen. Ich nehme mal Traoré, nehme ich mal zum Ablegen. Oh, das war ein guter Versuch. Schöner Schuss. Schade, dass er mit links schießt. Nicht mit rechts. Hätte ich vielleicht auch anders. Naja, ist egal. Konzentriert auf die Ecke. So, was habe ich gesagt? Was hat ganz gut funktioniert? Zwei Striche, ne? Also eher langsam und hoch. Na, es war so nicht geplant. Schade. Ja, da wollte ich schon den ersten Pass abfangen. Das hat leider nicht geklappt, aber dann haben wir uns sehr gut positioniert mit Weiser. Da stellt sich auch gut hin. Ach, da wollte ich natürlich nicht hinpassen. Wäre sowieso abseits gewesen, aber schön, dass er sich dann immer wieder gut gemacht. Aber schön, dass er sich dann den Ballbesitz lag, schon wieder. Geblockt. Also das war jetzt schon sehr glücklich für den Gegner. Da waren wir mehrmals am Ball. Sehr gut. Und haben den Ballbesitz nicht behalten. Aber ich denke, es wird jetzt sehr schwer, zu Null zu spielen. Ich meine, es ist immer schwer, wie bei 18, aber gegen den Gegner wird es, denke ich, besonders schwer. Gut gemacht. Ich glaube, Ginter war es. Also gerade kommen wir gar nicht mehr zum Aufbauspiel. Haben wir auch gar nicht geschafft, über außen irgendwie unsere Pace mitzunehmen. Jetzt mal. Das wäre natürlich auch fast ein glückliches Tor für uns geworden. Viele
Passfehler. Wenn er versucht, schneller aufzubauen. Das hat er gut antizipiert, leider. Schön abgefangen von Weiser. Ich muss sagen, Hintep hat mir eigentlich bisher noch nicht so sehr gefallen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn in seine Verträge weg sind, wäre ich mal... Schade. Werde ich mal einen anderen LM probieren. Da gibt es ja doch einige. Schon wieder schlechter Pass vom Gegner. Ich muss mal... Oh, das hat er gut antizipiert. Und dann schaffen wir es durch vogelwilde Pässe im Ballbesitz zu bleiben. Macht er Mittelfeld nicht schlecht? Auch nicht schlecht gemacht. Zum Glück verkackt das den Pass auch. Es war so offensichtlich, dass ich da hinpasse und ich mach's halt auch noch. Ach, mir hat die erste Hälfte gar nicht gefallen. Schlecht gespielt von mir. Vor allem im Aufbauspiel. Defensive war okay, Aufbauspiel scheiße. Eine klassische FIFA 17 Eröffnung. Hab ich da auch mal gemacht. Schön gesehen. Ich sag ja, das ist so schwer, eine Ecke zu bekommen. In FIFA 18 ist nicht mehr so einfach, dass man da einfach ein bisschen rumeiert und dann geht der Gegner an den Ball und dann geht es aus. Schön abgefangen mit Hintep. Schwacher Pass von Urijia, das kann er halt auch nicht so gut. Schade, da haben wir schon wieder mit Hintep supergeil den. Sehr schön. Den Ball abgefangen. Und was war das? Die Belohnung? Gar nicht. Sie haben keinen Abschluss hinbekommen, gar nicht. Wir haben nur einmal geschossen bisher. Oh, ey. Wenn ich schon. Ein bisschen tiefer in FIFA drinstecken würde, in FIFA 18, dann könnte man ja drüber nachdenken, ob man mal die Formation wechselt. Aber momentan habe ich noch überhaupt keinen Plan, wo ich da hin will und ob ich das überhaupt machen möchte. Wir schaffen es weder mit so schnellem Konterspiel, mit schnellem Aufbauspiel, wir schaffen es nicht mit langsamem Aufbauspiel. Eigentlich ziemlich egal gerade, was wir machen. Bleiben eigentlich immer hängen. Vielleicht muss ich es wirklich noch langsamer machen und einfach darauf warten, dass dann Lücken entstehen, dass er Fehler macht. So zum Beispiel, das war gut. War eine sehr schwere Abschlusssituation. Da wird man häufig kein Tor erzielen. Das war auch schon wieder ein Pass, der ins Abseits ging. Also ich wäre da mit dem Abschluss, den ich gerade mit Arangis hatte, meistens kein Tor erzielen, aber... Abseits.
Haben wir den Ball eigentlich? Einfach in die Arme. Das hat er mal gepresst mit drei Spielern. Ah, da haben wir Glück. Schlechter Laufpass, kann er ganz anders spielen, aber halt mega Platz. War auch abseits. Ja, ich komme nicht durch, aber ich stehe gerade in der Defensive ganz anständig und deswegen traue ich mich auch nicht, jetzt in dem Spiel als erstes Mal quasi eine andere Formation zu testen, weil mir geht es halt vor allem um die Defensive. Und die steht halt momentan anständig, deswegen lasse ich es auch so. Ein Tor macht man in FIFA 18 immer irgendwann. Schade. Es ist auffällig, wie viele Bänder hier alleine durch gutes Stellungsspiel und gar niemand, da ist gar niemand zum Anspielen. Herzlichen Glückwunsch. Oh, abgefälscht. Schade, aber das war jetzt mal ein anständigerer Angriff. Oh, zum Glück nur Alu. Aber da konnten wir jetzt auch recht wenig machen in der Abwehr. Ich denke, wir haben es versucht zu antizipieren. Schöner Ball. Wenn ich jetzt ein Tor mache, ey, es wäre so der Todesstoß. Schöner Schuss, schöne Schusstäuschung. Schade. Komm, Todesstoß. Komm! Oh, Bender, das wäre so geil gewesen. Lars, ist Lars der da im Mittelfeld steht? Ich verwechsel das immer. Oder ist Sven der da im Mittelfeld steht? So, jetzt ist natürlich wichtig, nicht das Gegentor zu fressen. Oh, das war nicht so geplant. Zum Glück ging's gut. Schwach von mir gemacht. Richtig schwach gemacht. Ich meine, hat Alexandro bester Verteidiger aus der Serie A, aber es war einfach nur schlecht von mir. Es war richtig, richtig schlecht. Wenn ich jetzt ein Tor fresse, dann muss ich mir wieder mit selber zuschreiben, weil das gehört mir zu der Situation. Okay, direkt im ersten Spiel geht es in die Verlängerung. Ich bin zumindest mit meiner Defensive zum Großteil zufrieden. Angriff war zum Ende hin besser als am Anfang, aber wie gesagt, ich will jetzt nichts umstellen, weil die Defensive ist wichtiger als der Angriff. Jetzt vor allem in FIFA 18. Puh, komm schon. Der hat ein besseres Team, er spielt nicht schlecht, aber ich würde sagen, er spielt nicht besser als ich, gerade im Angriff. In der Verteidigung ist er auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wie gesagt, es kann ein bisschen an der Formation liegen, dass die vielleicht nicht richtig passt, meine Formation zu seiner. Aber ich komme ja auch weder mit Traoré noch mit Hintep richtig ins Spiel, aber ich traue mich halt wirklich nicht umzustellen.
Den muss er eigentlich machen. Das war aber auch kein Flachschuss, das war ein normaler Schuss. Das war diesmal nicht so gut verteidigt. Da starten wir gut mit Ginter. Der Anfang gefällt mir überhaupt nicht. Schönes Ding vom Sommer. Das war natürlich ultra schlecht. Kann sein, dass er eine Schusstäusche machen wollte. Eieiei, das war so ein einfacher Pass. Das wäre ärgerlich gewesen, weil da hat man den Ball schön mit Bender geholt. Ah, da hat sich Schnitt jetzt schon verletzt. Oh Mann! Warum er aber auch diesen letzten Ballkontakt sich dann zu weit vorlegt? Schiebt halt auch sehr gut. Oh, nicht auf. Es klappt sogar, aber das sollte nicht dahin. Schade. Von mir mal in einer glücklichen Druckphase. Oh, das ist schlecht. Oder auch nicht. Schade. Ja, auch krass, wenn wir direkt im ersten Spiel ins Elfmeter schießen müssen. Schade, das wäre jetzt eine schöne Situation für einen Angriff gewesen. Oh, dass das abgepfiffen wird. Ich bin aber ziemlich ruhig. Ich würde mich so ärgern, wenn ich das verliere, aber im Großen und Ganzen, mir ist klar, dass es gerade jetzt die erste Weekend League, das wird sehr schwer. Ich habe gerade auch, was das Team angeht, bin ich wahrscheinlich bei den meisten Spielen einfach im Nachteil. Weil ich einfach halt noch nicht so viel Geld ausgegeben habe. Und das dann nur über die spielerische Klasse immer zu lösen, das wird halt schwer, weil ich werde doch genau wie die meisten Probleme in der Abwehr haben. Aber es wird definitiv Leute, oder viele, vor allem die Weekend League spielen, haben bestimmt schon viel mehr Spiele gemacht als ich. Also ich habe ja noch gar nicht viele Spiele gemacht in FIFA. Das darf man auch nicht vergessen. Schöner Schuss von Origi. Schade. Vielleicht noch ein Tick straffer, aber hat auch schon einen sehr guten Torhüter drin. Leider nicht den Spieler bekommen, den ich wollte, aber wir standen dann trotzdem mit so viel Mann da, dass es nicht so schwer war. Aber ich habe mich sogar schon in der 2 verletzt. Was vor allem wahrscheinlich daran liegt, dass wir jetzt auch eine Verlängerung sind. Ich gehe mal auf defensiv. Weil jetzt noch einen Tod zu fressen wäre bitter. Glück gehabt. Oh krass! Oh, da habe ich noch über den Hintep geschimpft. Und jetzt macht das so ein halbes Lagertor. Oh, die fallen nicht um. Gerade jetzt wäre es so sinnvoll gewesen, weil 118. Minute, das ist natürlich sowas wie, ja, der Todesstoß fällt um.
War auch wieder ein Flachschuss. Da man, so lucky war das eigentlich gar nicht. War ein schöner Laufpass. Es sah ein bisschen merkwürdig aus, wie Hinterb den Ball mitnimmt, aber hat es dann doch irgendwie hinbekommen. Jetzt gehen wir natürlich auf Abwehrriegel und hoffe ich, dass wir das erste Spiel gewinnen. 1-0, was für ein untypisches Ergebnis. Abseits. Sehr gut. Und jetzt gehen wir den Ball nicht nochmal her, meine Freunde. Was hat da ein Ronaldo-Spiel? Das ist Ronaldo! Bestimmt Leihspieler, den er eingewechselt hat, alles klar. Ach, da fällt mir ein, ich wollte doch Aubameyang in den Sturm packen. Ah, das war echt abzig. Stimmt, ich wollte ja Aubameyang in den Sturm packen und Alaba auf links. Damit ich die Leihspieler vertue. Sehr schön. Tore. Hintep und Vorlage wahrscheinlich an Prosinski. Ja, krass. Aber ich bin trotzdem nicht zufrieden mit Hintep. Also Traoré fühlt sich besser an als Hintep auf jeden Fall. Erstes Spiel gewonnen. 1-0 gegen das deutlich bessere Team. Also jetzt von der Spielstärke, also von der Teamstärke her. Er hat auch nicht schlecht gespielt. Ich würde nicht sagen, dass er unbedingt besser war. Ich denke, wir hatten beide unsere, ja, unsere Momente. Er war vielleicht im Angriff ein Tick besser. Wobei, außer diesem Alu-Treffer, den er gehabt hat, hat er jetzt auch keine wirklich klaren Torschancen als Spieler. War meine mit Hintep schon ziemlich klar und ich glaube, die eine Chance mit Origi war auch sehr gut. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, erstmal packen wir jetzt die Leute auf das, ja... Hat sich einer verletzt. Origi bleibt auf jeden Fall, weil eigentlich der nächste Stürmer nach Origi, der interessant wäre, wirkt, also Origi macht ja wirklich einen sehr guten Job und der nächste Stürmer wäre eigentlich Werner. Da kostet momentan 40 oder 50.000, deswegen da muss ich noch ein bisschen warten. Vielleicht kommt noch mal irgendwie eine Inform, oh, Origi Inform wäre natürlich nice. Bender, Inform Bender. Der Innenverteidiger Bender als Inform, wer ist es denn nun? Ist das Svenja? Der Innenverteidiger, also wenn der eine Info bekommt, wäre auch richtig geil. Er hat sich verletzt, was hat er? Oberkörper. Also es scheint wirklich so zu sein in FIFA 18, dass häufiger verschiedene Körperpartien verletzt sind, weil jetzt haben wir schon nicht nur immer Fuß gehabt. Oberkörper zwei Spiele, aber Hintep war ja auch verletzt, aber ist jetzt nicht mehr da. Gut, jetzt müssen wir zwangsläufig mit der Calcio A zwei Spiele machen. Ich hoffe, dass die das auch durchhalten. So, ich werde jetzt mal Alaba reinnehmen und werde dann wahrscheinlich mit Aubameyang erst im übernächsten Spiel spielen, damit ich jetzt nicht gleichzeitig die Leihspieler verbrate. Ich glaube, das ist sinnvoller so. Und da ich jetzt eh nicht noch ein Spiel machen werde in der Aufnahme, dafür ist mir einfach zu lang, werde ich nochmal schnell mit euch zusammen in den Katalog schauen, weil ich nochmal wissen möchte, was es für Leihspieler gibt. Auch der Calcio A weiß es jetzt gar nicht, ob es da ein Higuain oder sowas gibt. So, wo muss ich da jetzt hin? Ich glaube, bei Anpassen. Ja. Okay. 9 Torjubel. Ich habe mal Torjubel K.O. mir gekauft. Ich weiß nicht, ob das der ist, den ich letztes Jahr immer so gefeiert habe, weil wo der immer so umfällt, Baum fällt. Müsste ich mal probieren, ob das die gleiche Kombination ist wie letztes Jahr. Wo müssen wir da jetzt hin? Bei Leihspielern? Bei Ultimate Team müssen wir da rein. So, wir gehen mal ganz hoch und gucken dann von oben nach unten durch. Diesmal scheint auf jeden Fall keine sinnlosen Silber-Leihspieler zu geben. Donnarumma, wo spielt der? Leihspieler sind Spieler Gianluigi Donnarumma. Das ist schon mal geil. Da steht überhaupt nicht, was die für eine Bewertung haben und wo die spielen. Aber ich glaube, Donnarumma ist Calcio A, aber ich glaube, der ist jetzt nicht besser als mein Perrin. Thomas Lemar müsste Ligue A sein. Keita, ja, Leihspieler Keita ist Bundesliga. Koulibaly ist, glaube ich, Premier League, oder? Süle ist auf jeden Fall Deutschland. Ah, das ist gut. Das heißt, wir können noch einen Süle nehmen. Als Leihspieler sogar 8 Spiele. Da würde ich sagen, wir nehmen jetzt erstmal Alaba. Dann nehme ich, glaube ich, sogar Süle für Bender. Und dann erst Aubameyang. Weil je später ich in der Weekend League bin, desto besser werden die Gegner ja im Durchschnitt. Weil ich dann hoffentlich schon ein paar Spiele gewonnen habe. So werde ich es, denke ich, machen. Aber wir können trotzdem Süle schon einlösen, fällt mir gerade ein. Aber ich habe eh so viele Kohle, wir können eigentlich theoretischerweise alle einlösen, auch wenn ich die jetzt nicht alle brauche, aber ich will zum Beispiel wissen, was Donnarumma für eine Wertung hat und wo der spielt, deswegen nehmen wir den mal. Hat glaube ich auch nur 800 gekostet, okay.
Ich habe, glaube ich, über 300.000, der da unten rechts steht. Ich habe 327.000 solcher Münzen. Ich könnte mir alles kaufen, es wäre scheißegal. Donnarumma, Le Mans ist Liga, brauche ich nicht. Keita brauche ich auch nicht. Süle habe ich mir geholt. Lacazette spielt leider Premier League. Nainggolan spielt, glaube ich, Calcio A. Er kostet 2000. Alderweireld ist, glaube ich, Premier League. Godin ist BBVA. Aubameyang kaufen wir uns schon mal. Iniesta als BBVA. Higuain! Das ist natürlich nice. Nur 5 Spiele, ist klar. Thiago Silva müsste League A sein, oder? Bin mir gerade nicht sicher, deswegen hole ich mir den mal. Higuain, sehr nice. Özil ist Arsenal, das weiß ich. De Gea ist in Manchester United, glaube ich. Hazard müsste Chelsea sein. Neuer ist geil. Ist Bayern München. Gibt ja doch einige geile Leihspieler und Ronaldo ist Ronaldo. Ah ja, stimmt. Ich kann die guten Leihspieler, die ich nicht brauche, die kann ich ja als Wechselspieler benutzen. Ha! Das ist eine gute Idee. Mache ich jetzt auch. Weil dann habe ich wenigstens Leihspieler, De Gea. Ich weiß nicht, ob ich einen Torwart einwechseln möchte. Eher nicht. Ich meine, De Gea ist natürlich besser als die Torhüter, die ich habe, aber. Ach, scheiß drauf, irgendwann, dann sind die Live. Warum bin ich auf diese Idee nicht letztes Jahr gekommen? Da sind die Live wenigstens für irgendwas gut. Und wie gesagt, da ich die Coins sowieso habe, ist es ja scheißegal. Holen wir uns die mal alle. Alter, Wild ist ja auch ein Torhüter. Ah ne, Quatsch, ist ein Innenverteidiger. Torhüter. Ist ein Innenverteidiger. Müsste ein guter Innenverteidiger sein. Godin auch. Haben wir schon. Und dann würde ich halt diese guten Leihspieler, die würde ich dann logischerweise, wenn ich sie nur zum Wechseln nehme, würde ich sie dann logischerweise in der Halbzeit schon direkt einwechseln. Und nicht erst irgendwie Ende zweiter Halbzeit, wo sie wieder nur noch 5 Minuten spielen oder so, sondern würde die dann schon in der Halbzeit einwechseln. Logischerweise, das macht mehr Sinn. Keita, ja, will ich eigentlich nicht wechseln, brauche ich auch nicht. Habe ich ja eh schon mal. Le Mans kann man aber, glaube ich, auch, denke ich, noch relativ schnell, den kann man auch gut einwechseln. Donnarumma haben wir jetzt schon. Das war's, glaube ich. Ja. Sehr schön. Dann freue ich mich aufs nächste Spiel mit meinen Leihspielern. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.